So, da sind wir wieder bei der nächsten Folge. Ja, noch mal eine Runde drehen hier. Und wie geplant natürlich geht das hier jetzt weiter. Uns fehlt noch ein Schatz. Und dazu fehlt uns dann noch ein bisschen mehr natürlich als dieser eine Schatz. Und natürlich fehlt uns auch noch dieses Wissen, dieser letzte eine Schatz, um zu wissen, was genau ist jetzt das, was Peter Steiner so sehr ausmacht, dass er vor all diesen Schätzen, die wir jetzt gefunden haben. Und der 14. war schon ach so wichtig gewesen. Aber was ist jetzt mit dem 15. Schatz? Was ist mit dem? Was passiert damit? Was werden wir daraus lernen? Das sind alles so Fragen, da denken wir so, das ist immer ein bisschen komisch dann, ne? Aber gut, wollen wir so rüberhüpfen? Oh, oh. Ja, jetzt wir hantieren die hier nochmal ein bisschen Blöcken herum. Das ist an sich eine ganz einfache Sache hier. Wir müssen einfach nur alles kaputt stampfen. Die Musik war, finde ich, sehr witzig. Wir haben die komische Musik, ja, wir hören die ja. Das ist, ich weiß nicht, warum sie die genommen haben. Das ist irgendwie ziemlich bedrückend, aber es wird. Na gut, man geht ja jetzt gerade so in diese Welt rein, in diese. Ihr wisst schon, dieses Schloss. Und dann denke ich so, oh, was ist das für ein Ort? Und dementsprechend ist es ja auch schon so, es hört sich schon ein bisschen so da an, so als würde man irgendwo reingehen. Aber es ist so ein witziger Aussage. Ich glaube, man hätte dafür auch eine andere Musik nehmen können. Weil das ist jetzt natürlich. Oh, wie hat der mich noch erwischt, ey? Das sind so die Fragen, die ich mir erstelle. Jetzt muss er natürlich auch ein bisschen aufpacken auf die ganzen Pflanzen hier und dass sie ja nicht in den Kopf wegballern. Da muss man so ein bisschen rüberziehen da, ne? Aber da muss man ein bisschen aufpassen, dass sie einen. Oh, das war mein Fehler. Das war ganz dumm. Ganz schlecht. Oha! Ganz schlecht. Wer sagt denn das nochmal? Das war auch, ich glaube, das hat ja was mit Akrobastien zu tun, das Ganze. Oh, warte mal, hier ist ein Checkpoint. Den nehme ich mir. Den lassen wir nicht nehmen, weil wenn ich hier so viel Scheiße baue, dann muss ich da auch einfach mal lang gehen. Und dementsprechend gar keine Gnade walten lassen. Oh Gott, die schießen aber überall hier, ey. So, mal gucken. Ah, hier sind wieder einfach Geldvögel. Habe ich Geld für euch? Für den Geldvogel ja gerne Geld geben. Geld! Hier, oh, kein Geld. Oh nein, das tut mir leid, Geldvogel. Ich habe den Geldvogel betrogen. Stattdessen habe ich ihn angespuckt, habe ich ihn, ey. Habe den Geldvogel angespuckt, ey. Das macht mich traurig. So. Also. Geld, AC-Brause macht Zapper, Geld, so viel Geld, das glaubt ihr gar nicht, so viel Geld habe ich noch nie gehabt, das will ich an der Stelle nochmal sagen, das war ein schöner Geld-Song wieder gewesen, also dementsprechend natürlich interessant zu sehen, ja, ich war groß, halt. Richtig groß, also Mario braucht nur Zwiebeln, er isst Zwiebeln in seiner Freizeit, das ist gesund für ihn, dachte ich, immer schön Zwiebeln essen, das ist das, was der Mann braucht. Entsprechend natürlich auch sehr schön zu sehen. So, jetzt muss man hier, glaube ich, schnell rüberklettern hier über die ganze Sache hier. Das letzte, also ich hatte damals als Kind, weiß ich noch, wie viel Probleme ich damit hatte. Also es war richtig, richtig scheiße gewesen, die ganze Angelegenheit. Das weiß ich noch ganz genau. Naja, das ist aber natürlich nochmal Lava hier. Das ist natürlich nicht so schlimm. Das sind Sachen, die nimmt man so in Kauf, das macht man so. Das ist live, das kann passieren. Würde jemand anders sagen. Jemand, der nicht da ist, jemand, der nicht da sein will. Das ist natürlich auch traurig so ein bisschen. Ja, Gaudi! Gaudi? Mord Gaudi hier! Mord Gaudi hier XD! XD! So, okay, pass auf. Hoffentlich kommt er nicht wieder auf. Oh, was ist denn hier los? Ein Gruß an Gaudi, Mann. Ich wiederhole, ein Gruß an Gaudi, Mann. Gaudi, Mann. Bitte Sie, kommen Sie zu Kasse 3. Sie werden erwartet. Gaudi, Mann an Kasse 3. Wir zersprengen die Burg. Jetzt geht's hier ab. Guckt euch an, wie wir die Burg auseinandernehmen. Suchkasse wurde zerstört. Ja. Wiederhole, Suchkasse wurde zerstört. Doch nicht. Halb. Oh, was ist passiert da? Das fragen jetzt natürlich alle. Das O steht doch aus. Das große O, was ist da los? Was genau erwartet uns? Und dies, Leute, ist das vorletzte Level. Das vorletzte Level von Varuland. Und hier werden wir auch unseren letzten Schatz finden, soweit ich mich noch recht erinnere. Zero Castle. Gut. Ich hoffe, ihr seid bereit, meine lieben Freunde. Ja, das ist die Karte. Das ist das Level, wo das alles versteckt ist. Das ist eine ganz besondere Strecke, wenn man so möchte. Eine ganz besondere Karte. Weil ich glaube, sie war echt lang gezogen. Und jetzt laufen wir echt nochmal auf den Geländern herum. Von dieser Welt. Von dieser Karte, wenn man so möchte. Und fragen uns jetzt natürlich, ne, was geht hier ab?
Also müssen wir nochmal kurz einen Soundcheck machen. Ne? So hier. So, wir müssen mal regulieren hier so ein bisschen. Ne? Das fetzt mir, dass du hier ja die Ohren weg. Das ist ja nicht gesund, ne? Das flambiert mich ja dann so ein bisschen. Das ist natürlich nicht so schön. Das ist natürlich dann nicht so angenehm, muss man einfach mal so sagen. Dementsprechend mussten wir dann einfach mal gucken, dass es irgendwie klappt. So, hier sind wieder diese komischen Zacken. Ah ja, ich weiß nicht, ob das das vorletzte Level war oder das letzte Level gewesen ist. Auf jeden Fall muss man hier gleich schweinehöllisch aufpassen, weil hier irgendwas passiert. Da kommt gleich ein ganz komischer Gegner hier. Oh shit. Also muss man wirklich, also ich höre schon beinahe eure Videokommentare, was das angeht. Und das ist natürlich dann natürlich auch nicht so schön. Ja. Und eine Sache kann ich euch versprechen. Dass natürlich diese letzte Folge was ganz Besonderes ist. Oh nein, das ist das Sprunglevel. Ich sag's ja. Ich sag's euch, Leute. Jetzt geht's hoch hinaus. Okay, ich hoffe, das klappt. Oh mein Gott, ey. Dieses Level, genau. Das war wie diese Sprungeinlage, weshalb das total scheiße gewesen ist. Aber hier ist aber ein bisschen. Oh. Oh shit. Okay, pass auf. Wo der jetzt wieder schießt. Wir machen das lieber so. Gut, alles klar. Ah? Das ist der Checkpoint hier jetzt nämlich. Okay, komm. Ich glaube, er lässt uns in Ruhe. Ich glaube, da kommt nichts mehr. Du hast mal ein Astra-Bier. Ah, schönes Astra-Bier. Das ist. Ich finde es schön, dass ihr Leute euch. Wie ihr da draußen sitzt, dass ihr gerade über ein Astra-Bier zu holen. An der Stelle muss man ja auch mal was trinken. Oh nein! Oh! Dieses Doppelgeräusch, ey. Ich hasse dich. Okay, ich war in den blöden Buch. Das ist ja mein Buch am TV. Oh Gott, ey. Das ist das schlimmste Geräusch aller Zeiten. Geh weg, ey. Ich schieb dich einfach weg, ey. Oh nein, geh weg, ey. Oh nein, oh nein, drei. Okay, ich kann sie nicht mehr aufhalten. Oh, so viele, ey. Das sind zu viele. Oh Gott, ey. Boah, der Kampf mit allen auf einmal. Ich kann das nicht. Piratenarmee. Die Piratenarmee, ey. So, jetzt verpisst euch. Oh nein! Nee, das lässt nicht zu, ey. So, gut. Nee, wir haben es nicht zugelassen. Das ist sehr gut von uns. So, wir mal gucken. Jetzt brauche ich. Ich weiß, was ich hier machen muss. Ich brauche die. Ich weiß, was ich hier brauche. Das ist die hier Dingens-Power brauche ich hier. Die Stampf-Power. Dafür muss ich erstmal eine Stampf-Power haben. So richtig so BAM. Dann ist es. Ich sehe manchmal, ist es auch komisch, Leute. Ich sehe manchmal komische Schatten auf der Wand. Also, ihr seht das Licht hinter mir. Manchmal wirft das Licht ganz komische Schatten. Ja? Jo, Venonox. Nee, deine Mutter ist nicht bei mir, ja? Nee, Quatsch. Ja. Moritz, wer ist da am Telefon? Hey, war kurz. Saskia gleich. Ich bin gleich wieder bei dir. Okay, ich geh schon mal wieder. Ich bin ein Wort auf dich. Ja, nee, das war nur, Esmeralda, meine Putzfrau. Klar. Wird schon langsam dunkel hier in der Stadt. Hier, oh, da haben wir den letzten Schalter. Ja. Erwischt man sich doch glatt, dass man groß wäre. Aber leider sind wir das nicht. Das ist natürlich ein bisschen traurig. Aber jetzt sprengen wir nochmal ein bisschen die Insel in die Luft. Jetzt ist Schluss hier mit lustig. Wir wollen da rein. Und bald werden wir diese ganze Insel in die Luft sprengen. Wario kennt auch keine Gnade mehr, wie ihr seht. Also der wird ja alles in die Luft fetzen, wenn es sein muss. Und hier wären wir bei den letzten Level. Aber das wäre jetzt nächstes Mal. Wir müssen erst noch das Schloss finden. Beziehungsweise den Schatz finden. Aber dafür brauchen wir eine ganz gewisse Power. Und zwar ist es die Power, die wir in unserem kleinen Geheimlevel finden können, wie ihr euch noch erinnert. Da geht das am schnellsten, sag ich mal. Das ist am einfachsten da. Man muss natürlich ein bisschen gucken. Dass es irgendwie klappt. So, aber hier gehen wir erstmal hier rein. Und dann ist es natürlich so ein bisschen schwer, sag ich mal, ne? Dass hier erstmal die Kraft findet dafür. Ah ja, hier. Da haben wir sie. Ja, aber ich wusste nicht, dass hier ganz am Anfang nämlich diese Kraft versteckt ist. Dementsprechend muss man da ja auch nicht lange überlegen, dass es irgendwie klappt. So, alles klar. So, gehen wir mal wieder raus. Hier ist ja eh alles überschwemmt, also was soll's. Aber was anschieben. Ja, das ist nicht so schlimm. Also es ist. Wisst ihr, ihr müsst doch manchmal denken, so manchmal. Hier mein Sangria. Hey, ich schon auch gewartet, ich hole dir. Wir müssen aber auch gar nicht drüber nachdenken, was euch in eurem Leben passiert. Manchmal müsst ihr das einfach hinnehmen. Und dann müsst ihr einfach das Beste aus dieser Situation machen.
Also ich habe meine Situation, wie ich hier gerade sitze, wisst ihr, ich am Feierabend und ich denke mir auch gar nichts großartig dabei. Und ich denke einfach, ja, jetzt sitze ich hier halt und ich feiere hier mein Leben ab, ne? Das muss aber einfach mal so sein. Das ist halt Dinge, die man einfach mal tun muss. So. Ich werde jetzt nochmal versuchen, strikt auf diese eine Sache zuzugehen, ihr wisst, wovon ich rede. Aber dafür sollten mich die Vögel jetzt nicht treffen, um da an diese eine Sache ranzukommen. Das ist nicht, dann nämlich nicht so gut, teilbar. Und wir versuchen jetzt nochmal den Schatz zu kriegen. Und ich hoffe, wir finden was Schönes über Peter Steiners Geschichte raus, bevor wir zu... Ja, ihr müsst mal bedenken, das ist die letzte Peter Steiner Geschichte, die wir zu hören kriegen. Und ich hoffe, dass diese Peter Steiner Geschichte auch sein, soll ich sagen, Wert hat. Und dementsprechend werden wir das in Angriff nehmen. Ich gehe auch ganz vorsichtig durch. Ganz langsam. Denken wir mal, so, gut. Ich glaube, wir sind bald da. So, machen wir so. Haben wir den. Wenn nichts vergessen. Oh Gott. Das ist natürlich nicht so schön. Aber nochmal. Okay. Okay, da sind die Leute wieder. Und jetzt ist gleich der Moment gekommen. Jetzt. Machen wir jetzt kaputt. Und. Oh. Verdammt war ich glücklich, verdammt bin ich frei. Ich hatte doch alles, alles was zählt. Aber ohne dich leben, jetzt ist es zu spät. Das ist manchmal wirklich, ihr müsst euch bei mir das Bessere so eine Situation machen, wo ihr seid, wo ihr denkt. Ihr müsst ja auch einfach mal hier so ein Ding kaputt machen. Wir machen das jetzt mal so. So, hier ist ja das Schloss. Ich hoffe, wir kriegen das hier auch gleich so kaputt, wie wir das uns wünschen. So, spielen und Mütze sind ja hier. Ich hoffe, mein Schlüssel ist hier unten jetzt irgendwo hingefallen. Da ist er. Der ist sowieso immer da. Das ist das Geile daran. So. Es tut mir echt leid, Leute. Es kommt jetzt die letzte Peter Steiner Geschichte. Und auch wenn es. Bei Comedy 3. Mana. Auch wenn das ein großartiger Moment ist. Ist das jetzt natürlich die Frage? Große Stille herrscht ein. Ja, Leute. Ich hab's euch gesagt, der Moment würde kommen. Wo wir jetzt endlich in, was weiß ich für eine Situation hier sitzen würde. Ich hätte niemals gedacht, dass ich gerade so hier sitzen würde, wie ich hier jetzt gerade sitze, wenn ich Peter Steiners Truhe aufmache. Glaubt mir, das ist das allerletzte, was ich erwartet, als ich dieses Let's Play gestartet habe. Es war eine spontane Idee nach Donkey Kong. Und jetzt weiß ich noch nicht mal, wer ich hier sitze. Ich habe das Gefühl, irgendwas ist in meinem Nacken, irgendwas ist um meine Schultern. Und vor mir ist Peter Steiners Truhe. Es ist soweit. Peter Steiner. Was hast du diesmal für uns? Was ist das? Ist es ein Armreif? Ein Ring? Ist es ein Vogel? Ich kann es nicht identifizieren. Wieso krieg ich denn so einen Scheiß Ding? Ein Armreif ist das! Ist das etwa Peter Steiners legendärer Milka-Armreif? Den er von Milka gekriegt hat, als Sponsorengeschenk sozusagen, weil er so großartige Arbeit geleistet hat. Der ist gefüllt mit 100%iger Schokolade. Kein anderer hat so etwas Schönes jemals von ihm gesehen. Er hat ihn immer lange behütet, weißt du, mit allen seinen Schätzen, weil 100% Schokolade gibt's kaum, weil es gibt 78%, 86%, aber 100! Das ist pure Schokolade. In einem Goldarmreif, eingeschlossen. Das müsst ihr euch vorstellen. Ich kann nicht mehr, nein. Das ist viel. Hendrik, komm zurück! Komm zurück, Hendrik! Ich brauch doch jemanden, der breiter als der Türsteher ist! Jetzt geht's mir schon gleich viel besser. Ihr habt's gehört, Leute. Eine fremde Stimme sprach zu mir und sagte, es handelt sich um den Armreif, es handelt Peter Steiner, den Reif, der einen vollkommen in sich eingeschlossenen Kern aus Schokolade zu 100% vollkommen reine Schokolade. Damals, als er diese Werbung gemacht hat,
für die Milka-Schokolade in den Alpen. Hat man jemals wirklich so richtig so den Bereich, so weil sein Unterarm richtig sehen können? Oder hat er da wirklich. Ich meine, er hat ja auch seine gefakte Hand gehabt. Was ist, wenn da mehr hintersteckt als nur ein gefakter, als ein amputierter Arm? Was ist, wenn er ihn sich nie wieder wirklich richtig rangeklebt hat? Sondern wenn Peter Stein also seinen ganzen Körper ausgewechselt hat gegen einen neuen. Und er jetzt ein Cyborg ist! Oh shit. Das würde alles Sinn ergeben, weil Peter Steiner im Kühlschrank, wisst ihr doch, aber ist doch eine viel zu klein für den Kühlschrank. Wie kannst er mit den anderen Menschen da überhaupt rein? Das macht doch alles überhaupt gar keinen Sinn. Und wieso findet Wario diese ganzen Gegenstände? Warum war Peter Stein überhaupt auf dieser Insel? Okay, ich krieg echt Angst. Ich weiß nicht, ich weiß keine Antworten darauf, aber ich glaube, wir werden sie in der letzten Episode werden wir herausfinden, was es mit Peter Steiner auf sich hat. Warum? Ja, warum ist das so? Wo ist er jetzt? Es wirkt alles für mich so surreal. Ich kann das alles nicht erklären. Ich kann das nicht erklären, Leute. Ich kann es nicht. Ich weiß nicht, was da los ist. Ich weiß nur, wir sind jetzt am Ende angekommen. Und wir werden am Ende werden wir nochmal all diese Geschichten durchgehen. Das verspreche ich euch. Und vielleicht werden wir dann zu einer gemeinsamen Lösung kommen. Aber es gibt nur einen, der das weiß. Die Lösung zu all diesen Problemen kennt nur Dude Lebo. Das ist der Dude Lebo. Daniel! Jude Libowski. Ich erwarte deine Hilfe. Es ist ein finalen Kampf. Es ist finalen Wahrheit. Was hat Peter Stein mit dieser ganzen Geschichte zu tun? Wir alle suchen deinen Rat. Wir brauchen dich. Daniel, helf uns. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss. Ikoski. Tschüss, Ikoski.